Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Und zwar ist das jetzt keine normale Folge, wie halt jede eine normale zweite Folge aussehen würde, sondern habe ich ein wenig gefailt und habe ich bei DxStory vergessen, die Mikrofon-Tonspur wieder einzustellen, weil ich davor ja ein Ozu-Video aufgenommen habe. Also habe ich da jetzt ein wenig gefailt. Naja, was soll man machen? Jedenfalls, ich könnte das jetzt natürlich alles ganz normal nachkommentieren hier, aber halt so 2 Minuten Video von Outlast, einem Horrorspiel, nachzukommentieren, wäre natürlich ein wenig lame, weil dann die ganzen Gefühle und sowas, wie man halt, die da halt da wären, wenn man ein Horrorspiel hat, displayen würde, die sind halt nicht so da. Und sorry, wenn man meine Katze hört, aber die ist gerade irgendwie schmusig. Und das war mein WhatsApp-Webboot, das ist jetzt gerade kacke, aber ist mir auch egal. Hat man hier nicht gehört. Also, ja. Das tut mir halt leid. In der nächsten Folge wird es übrigens wieder, also in dieser Folge ist gerade, also wenn man das über Folge nennen kann, ihr seht jetzt halt einfach dieses Gameplay ohne halt Mikrofon, Audio. Also im Endeffekt ist es gerade ein ganz normales Walkthrough-Gameplay sozusagen, würde ich jetzt natürlich nachkommentieren würde. Ja, sonst, ich kann natürlich noch sagen, was passiert ist. Also wir sind halt beim letzten Mal von diesem Deadlift-Dieses-Typen da runterge. Nee, von dem fetten Typen, der uns kleines Schwein genannt hat, da runtergekickt worden, runtergeschmissen worden, und dann hat uns Detlef Wieso's aufgenommen und vergewaltigt. Dann sind wir wieder aufgewacht und ich dachte, das letzte Mal, als ich die Aufnahme gestoppt hat mein Spiel nicht gespeichert. Aber hat es doch, weil es dann bei der Aufnahme, als ich gestoppt hat, abgestürzt ist. Und das war dann richtig episch, habe ich mich gefreut, dass ich dann direkt wieder aufnehmen konnte. Nur wäre es auch vielleicht ganz gut gewesen, vorher zu checken, ob das auch alles mit den Toneinstellungen passt, ne? Aber ja, wie bereits gesagt, ja, dieses Video ist jetzt wieder 60 FPS, weil das letzte war ja 30 wieder ganz normal. Da habe ich ein bisschen mit Sony Vegas gefailt. Ey, nur am Failen hier. Naja, halt. Ja, dieses Video wird wieder 60 FPS und die nächsten folgenden Videos werden auch alle 60 FPS. Das war nur einmal halt so ein Fail und ja. Die nächsten Videos werden auch wieder Mikrofonton haben, sodass auch wieder live wirklich dazu kommentiert werden kann und nicht jetzt hier nicht mit Audacity irgendein Müll dazu kommentieren. Oh Gott, Katze. Dazu kommentieren muss. Ja, hoffentlich habt ihr noch trotzdem Spaß mit dem folgendem Gameplay-Material. Und ja, sonst könnt ihr auch noch sehen, was noch jetzt passiert. Das würde ich euch jetzt nicht vorenthalten, wenn ich das sage, weil ich habe das Video auch schon gesehen und habe mich dann schön darüber aufgeregt. Ja, ich bin episch. Nein. Also ja, trotzdem noch viel Spaß mit dem Gameplay und dann würden wir uns sagen, genau. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video, was ich dann noch kommentieren werde. Beziehungsweise als Entschädigung folgen jetzt noch, wartet, das kann ich mal eben nachgucken, 1, 2, 3, 3 Ozu-Videos. Also dieses Video, was ich hier gerade nachkommentiere. Leider, tut mir leid. Und halt noch 3 Ozu-Gameplays. Als Entschädigung dafür, dass dieses Video halt jetzt ein bisschen gefailt ist. Aber ja, dafür werde ich auch mal. Na, morgen habe ich eher weniger Zeit, um wieder was aufzunehmen. Deswegen gibt es jetzt auch heute ein bisschen mehr und dieses gefällte Video. Montag werde ich dann wahrscheinlich wieder die nächste Outlast-Folge bringen können. Ja, also dann würde ich sagen, bis dahin und tschüss. Übrigens, ich könnte das Video jetzt auch mit Musik unterlegen, aber irgendwie, keine Ahnung, da wäre ja der gesamte Flair weg, also. Ja, gut, ja. Tschüss, tschüss.
Entschuldigung.